Ja, ich habe schon wieder getan. Ich war schon wieder auf Amazon und habe mir dieses Teil geholt, das Special Ops Ballhead Quality Tool, designed und engineered in Germany. Und es soll angeblich das beste Messer der Welt sein. Oder so. Wenn du wissen willst, was es kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass der Messerkanal dabei bist. Da ist es nun dieses nette Teil und ich konnte ganz einfach nicht widerstehen. Und es ist nämlich auch was dabei, das soll so eine Art super Neuheit sein. Es wird, wie gesagt, in dieser Art und Weise geliefert. Da ist auch dieses Imbusschlüssel mit dabei, denn da ist das patentierte und irgendwie andererwertig Kulo-Mulo super Ding dabei, nämlich da sind zwei so Schrauben und dann kannst du das da drauf schrauben. In diesem Bereich und dann hast du eine Daumenrampe und vielleicht ist das fürs Aufmachen auch ganz cool, das schauen wir uns dann an. Aber bevor wir jetzt wirklich das Messer mal so richtig durchtesten, eine Sache. Mir ist bewusst, weil das auch immer wieder kommt, dass ich so viele Messer vorstelle, die nicht 42A-konform sind. Beziehungsweise, was heißt da, naja, die sind halt nicht so Bushcraft-Survival-mäßig. Das mag alles sein, nur ich habe halt Lust auf Messer. Und da sind halt auch welche dabei, und da ich in Österreich bin, ist mir sowieso wurscht, die halt nicht 42A-konform sind. Das bedeutet ja nicht, dass die verboten sind oder dass du die nicht haben darfst oder sonst was. Du darfst sie halt nur nicht offen führen, außer du hast einen Grund dafür. Das wollte ich einmal festhalten. Also ich kann nicht nur 42A-konforme Messer reviewen. So, schauen wir uns gleich das einmal an. Es gibt Licht und Schatten. Gleich einmal so fürs Erste. Ich habe mit dem noch gar nicht gearbeitet, aber ich habe schon in der Hand gehabt vor dem Video, ist eh ganz klar. Es ist so. Was ich ein bisschen nervig finde, ist, aber nur so ein bisschen, dass dieses Teil da in diese Öffnung reinsteht. Ja? Das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, aber nicht so unangenehm, dass ich sage, ich habe da echt ein Problem. Ich glaube nämlich auch, wenn ich dann dieses Bauheit oder wie auch immer das heißt, na, der Tick, die Zecke, inklusive der Tick, also das, was man da drauf montiert, ist die Zecke. Wenn ich das drauf montiere, dann wird es auch einfacher aufgehen. Aber das taugt mir nicht so sehr. Gut, dann das Messer selbst lässt sich extrem gut öffnen, das möchte ich gleich dazu sagen. Also das geht wie Butter, obwohl es billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link auf Amazon, schau dir das an, natürlich ein relativ günstiges Messer ist. So, also das sitzt einmal. Dann, bevor wir jetzt zur Klinge kommen, der Griff. Bei dem Griff ist hier dieser Linerlock und der Linerlock, der ist ja so gemacht und erdacht, dass man mit ganz locker drauf greifen kann, drauf drücken kann und die Klinge fällt runter. Ist das gut? Ich weiß es nicht, aber es funktioniert. Und wenn man das Messer festhält, natürlich spürt man hier diese Ausnehmung, das ist ganz klar. Aber das ist nicht so wie, wie soll ich sagen, wenn, es gibt ja manchmal die vollen China-Messer, wo das hier raussteht und wo auch Zacken rausstehen. Aber so richtig arg Zacken, so richtig unangenehm Zacken, das ist natürlich nichts. Aber das finde ich jetzt nicht störend, besonders nicht für den Zweck, denn ob das ein taktisches Messer ist, das, ich weiß sowieso nicht, weil das Special Ops draufsteht, aber so zum, weiß ich nicht, Pakete aufschneiden, ein paar Semmeln aufschneiden, Butter aufschneiden, Schnüre durchschneiden. Vielleicht, wenn man wirklich im Buschkräftareal auf Waldurlaubatee ist, vielleicht ein bisschen schnitzen, aber für Schnitzmesser gibt es bessere Sachen, wie Opinel zum Beispiel, ne, oder Amora. Aber das ist ja in Ordnung. Also einfach so, als dass man Klinge mit dabei hat. Was sie schön gemacht haben, ist hier dieses Designelement. Da sieht man es etwas besser. Das ist diese Ausbuchtung. Die liegt genau da, wo der Daumen ist. Und das ist schön, das ist sehr angenehm, das ist auch, die Kanten sind auch ganz gut gebrochen, also ich finde das in Ordnung. Auch das Griffmaterial ist leicht rau, aber nicht so, dass du es für die Haut, harte Haut unten auf den Beinen, ne, da gibt es so Raspeldinger irgendwas, ja. So ist es nicht, es ist genauso gemacht, dass es einfach Spaß macht. Wirklich sehr, sehr gelungen. Gut, dann hier diese, ich nenne das jetzt mal Schleifkerbe, also da muss ich sagen, die hätte ein bisschen kleiner sein können. Vielleicht ist das ein Design-Element, glaube ich aber nicht. Wenn ich da unten reinschaue, dann sehe ich, dass da noch genug Platz wäre. Ich finde, dass das eine verlorene Chance ist, weil den Teil der Klinge kann ich nicht nutzen. Ja, da, wo ich massig einerseits Kraft aufbringen kann, aber auch noch sauber arbeiten kann. Das heißt, das hier, das ist ein bisschen verlorener Platz. Macht es das Messer dadurch schlechter? Nein, macht es nicht. So, dann hier natürlich dieses schwarze Coating, diese Beschichtung. Dann damit Silber dazu, dass es einfach so richtig wie ein Special Ops Ballhead mit der Zig ausschaut. Sehr, sehr nett. Dann hier diese Spitze fahren. Ist das jetzt der American Tanto? Oder ich weiß auch nicht, jetzt diese Klingenform. Ist das der American Tanto oder der normale Tanto? Schreibt mal einen Kommentar. Ja, da bin ich immer ein bisschen überfragt. Feuerstahlbedienung ist super möglich. Das ist überhaupt kein Thema. Wobei, wer braucht einen Feuerstahl für das Messer? Aber sei es drum. Wir wollen arbeiten und die Zecke montieren.
Ich beginne mit der Montage der Zecke und da muss man aufpassen, da sind so kleine Schrauber. Und natürlich ist mir das jetzt da runtergefallen und ich bin hier auf Waldurlaubate. Glücklicherweise, die Wiese siehst du eh, das ist mir jetzt runtergefallen, also macht das irgendwo nicht in so einen Flauschiteppich. Kennst du so Flauschiteppiche, die so ganz lange, das findet man alles nie wieder. Sei es drum. Also ich muss jetzt da mal aufschrauben und dadurch geht diese Madenschraube, glaube ich heißt das, auf. Dann setze ich den Tick, den Ballhead-Tick darauf, dann schraube ich das fest. Ballhead? Was heißt Ballhead? Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich gebe es zu. Mein Englisch ist so fürchterlich grausig schlecht. Ich behaupte aber auch nicht, dass es kann. Und daher, hilf mir, was heißt Ballhead? Bullenkopf? Nein. Damit meine ich keinen Polizisten, sondern es ist nämlich da so ein Bullet drauf, so ein Skelett, na ist egal. So montieren wir das und nun haben wir die Zecke montiert. Ist so cool. Gut, dann machen wir zu. Und ich habe es natürlich jetzt für den Linkshänder montiert, denn der Linkshänder könnte jetzt, ich habe es verkehrt gemacht, ich jetzt auf die andere Seite umgekehrt machen soll. Na, sei es drum, macht ja nichts. Auf jeden Fall kann ich jetzt da meinen Daumen für Schnitzarbeiten gut ablegen. Und das ist auch wirklich nett gemacht, also mir gefällt das. Da ist ein bisschen Chimping drauf. Ich habe immer dieses Chimping, aber nicht hart an der Grenze. Aber es gibt wirklich Schlimmeres, So, also Zecke ist montiert, schnitzen. Buchen. Das schneidet ja gar nicht so schlecht. Ich meine, ich merke natürlich, dass das Ding... Es gibt Messer, die noch einmal besser schnitzen. Das ist keine Frage. Aber das gehört auf jeden Fall, das gehört dazu. Es ist wirklich nett. Ist jetzt gar nicht... Ja, manche so taktische Messer, die einfach unterirdische Schnitzleistung haben, müssen sie aber auch nicht. Das sind ja taktisch zum Fall. Und irgendwas so. Ist klar. Aber da das in der Werbung bei Amazon auch mit kommuniziert wird, wollte ich es ausprobieren und das ist auch durchaus in Ordnung. Also da kann ich jetzt nicht zempern. Ich merke da natürlich schon diesen Clip. Ja, der Clip, ja, kann man den eigentlich auf die andere Seite montieren? Nein, der ist an der Stelle montiert, den kann man runternehmen, aber es ist hier keine weitere Bohrung vorgesehen. Also der ist genau an der Stelle, wo er ist. Also den würde ich runternehmen, wenn ich wirklich das Gefühl habe, dass ich mehr schnitzen will. Würde ich den runternehmen, aber das ist okay. Und ja, das spürt man natürlich beim Schnitzen auch etwas, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das kann ja halt nicht aus. Nein, ist durchaus in Ordnung. Das ist schon gut, das passt. Und ja, wie gesagt, bin jetzt nicht unzufrieden, aber es ist halt kein klassischer Schnitzmesser, das ist klar. Vorstellbedienung mache ich gar nicht, weil sie funktioniert. Sie funktioniert, weil hier eine scharfe Kante ist. Hört man auch. Ja, insgesamt nicht so übel. Ja, was ist mein erster Eindruck von diesem, da steht es jetzt, Bauherd-Klappmesser, Einhandmesser, extra scharf und patentiertes Taschenmesser, Outdoor, perfekt kompakt, EDC, ja, Messer. Es ist durchaus in Ordnung, also wenn du so ein Messer, also ein EDC-Messer und es tragen kannst oder darfst, ja, dann ist das durchaus in Ordnung. Ich finde diese Zecke, dieses Ding da, auch eine nette Idee. Braucht man das unbedingt, weiß ich nicht. Powercut ist auch machbar, natürlich spürt man das da ein wenig, aber wie gesagt, das ist kein richtiges Schnitzmesser, das ist eher so ein, ja, Ballhead einfach. Oder Bullhead, ich weiß nicht, wie man das sagt oder schreibt. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich werde das jetzt eine Zeit lang mit mir herumtragen. Es ist durchaus in Ordnung, auch vom Gewicht her, gibt da unten den Link auf Amazon, schaut euch das ganz einfach an. Und ja, und dann werde ich halt, weiß ich nicht, in einiger Zeit noch einmal berichten, wie es mir damit gegangen ist, ja, qualitativ und so weiter und so fort und ja, jetzt bist du dran. Kennst du das Ballhead Amazon-Messer mit der patentierten Zecke da oben drauf? Was ist deine Meinung? Wie siehst du das? Was hältst du von dieser Klingenform und sowas und überhaupt? Das war's. Beste Grüße aus dem wunderbaren Buschkraft-Areal auf Waldurlaubate. Hey! Schau, auch in meinem Shop vorbei, gebt da unten einen Link dazu. Daumen nach oben oder nach unten. Abo da lassen. Und, du weißt schon. Bis dann und ciao, ciao.